Tür rauf und dann ziehst du auch wieder dann weg. Und in der Mitte wird dann der Molke. Und hier an der Seite steht dann der Milchteich, wo Vakuum drin ist, und dann wird die Milch in den Teich gezogen. Ja, und vorne, ihr hört das Gebrummel, das ist die Vakuumpumpe, die wird in den Träger eingetrieben, die läuft dann. Ja, und dann haben wir die Weidemilch im Teich. Ja Leute, hier sehen wir uns beim Weidemelken. Heute haben wir wieder Besuch. Matthias vom Grün-Institut ist da, der Bonny Fiat und macht heute Zahlentestproben. Wir sind im Projekt für muttergebundene Kälberaufzucht, beziehungsweise kuhgebundene Kälberaufzucht hier in Schleswig-Holstein. Das ist ein Altprojekt mit Bioland zusammen und Grün-Institut. Und das läuft jetzt gerade an und er macht gerade bei uns hier den Betriebsbesuch.